Oh Gott. Nee, ich muss sie bekämpfen, Alter. Das sind ein bisschen viele. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer nächsten Runde von Mittelerde Mordors Schatten. Ich bin jetzt nicht direkt auf dem Weg zur nächsten Kampagne, sondern konnte auf der Karte auswählen, ein Duell gegen einen früheren Gegner von mir durchzuführen, der mich im Endeffekt in diesem Kampf getötet hatte, um jetzt sozusagen Rache zu nehmen. Dem möchte ich mich natürlich so nähern, dass ich nicht unbedingt wieder 5 Milliarden Orks und Uruks mit aufmischen muss dabei. Hoffe, das klappt. Ich bin meistens immer ein Magnet für diese Viecher. Gerade dann, wenn ich sie nicht angreifen will. Aber wir haben es ja auch gar nicht mehr weit. Okay, an denen komme ich vorbei. Sind die da oben drauf? Da ist da oben drauf irgendwas. Aber die beiden werde ich hier auch so down kriegen. Genau. Vielen Dank, Fremder. Kein Problem. Freiheit. Ich würde jetzt trotzdem bloß gerne noch gucken, wie ich da hochkomme. Warte mal, ich glaube hier. Aha, okay. Das ist extra mit dem Auftrag verbunden. Uruks bekämpfen einander auf den Tod, um ihren Mut unter Beweis zu stellen und ihre Gegner aus dem Weg zu räumen. Wer auch immer flieht oder stirbt, hat das Duell verloren und der Gewinner erlangt Macht. Mische dich in das Duell ein, um Saurons Armee zu schwächen. Okay. Machen wir das doch mal. Oh, Ladesequenz. Okay. Ziemlich mutig, dich mir zu stellen. Dein Tod soll langsam sein. Tötet ihn, Narren! Ich kann natürlich warten, ne? Bis sie sich schon ein bisschen bekämpft haben. Hier sind zwei von uns und nur einer von dir. Okay, das wird ein bisschen crank, weil die anderen Typen alle mitmachen. Das ist herrlich, dass ich jetzt das Ding... Jetzt habe ich das beeinflusst. Okay. Okay, jetzt habe ich natürlich hier ein kleines bisschen Probleme. Ja, jetzt will der natürlich auch noch. Hör auf zu schreien! Oh. Ihr habt doch alle einen Schaden. Scheiße. Der Treffer hätte nicht sein müssen. Stört mich immer beim Final Cut, der Sack. Alter, fick dich. Das verliere ich doch gleich wieder. So einfach ist es aber auch wieder nicht hier.
Gott! Und jetzt geht's wieder los. Da kommt noch einer. Und wieder so ein Ficker. Das ist mir langsam zu blöd. Bringen wir es zu Ende. Das war's wieder. Du weißt nie, wann du verloren hast, oder? Halt die Fresse. Also, dass ich da jetzt auf einmal E drücken muss, das kann ja nur keiner wissen. Ja, du hast 11, 12 Macht jetzt. Scheiße. Einige Hauptmänner sind ständige Machtkämpfe verwickelt, um ihren Einfluss zu mehren oder ihre Stärke unter Beweis zu stellen. Diese Aufträge bieten dir die gute Gelegenheit, um den Hauptmann, den du suchst, in einer angreifbaren Position vorzufinden. Wenn du nicht einschreitest, werden diese Hauptmänner ihren Kampf nach einiger Zeit zu Ende bringen. Wer den Machtkampf gewinnt, gewinnt auch an P-Macht, an Macht dazu. Lehrt das, um fortzufahren. Redback, den kennen wir ja schon. Okay. Wieder zum Spiel zurückkehren. Wir starten jetzt wahrscheinlich wieder auf diesem Elben-Dingen. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen. Ja. Gut. Das Duell haben wir mal verkackt. Gehen wir weiter zur Hauptstory. Der Verfolger, du hast die Aufmerksamkeit einiger geheimnisvollen Kreaturen erregt. Suche sie und finde heraus, was sie über dich weiß. Gut. Rangleiter empor, dafür muss ich aber erst den Auftrag abschließen. Hier sind natürlich noch Artefakte, die ich alle einsammeln könnte. Aber das wäre langweilig für euch, also mache ich das irgendwann, wenn ich nicht aufnehme. Gut, wir werden jetzt mal... Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Und ich dachte schon, du hast auf zu quatschen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes... Was ein scheiß Wetter. Okay. Hier scheint ich jetzt noch kurz runter zu können. Okay, das war ein kleiner Sprint. Okay, also hier waren wir vorhin schon mal. Da haben wir, glaube ich, die Sklaven befreit. Okay, du hast die Aufmerksamkeit an die... Achso, von Gollum. Schauen wir mal. Was glaubst du, wer sich dort in den Schatten verbirgt? Irgendeine große Macht hat ihn für sich eingenommen. Das spüre ich. Ob er uns Antworten liefern kann? Für uns beide. Dann sollten wir ihn finden. Das sollte nicht sonderlich schwer sein. Folge den Spuren. Diese Spuren scheinen weder Mensch noch Biest zu gehören. Umso mehr Grund, ihnen zu folgen. Okay, kurz mal die aufmischen. Die liegen direkt im Weg. Stirb!
Du kannst uns nicht alle töten, Abschau. Oh doch. Der andere Typ. Der Ausgestoßene verdient solch ein Schicksal. Der Mensch scheint ein ums andere Mal in Gefangenschaft zu enden. Okay. Gut, dann können wir ja eigentlich dem Weg weiter folgen. Sieh dich vor. Diese Kreatur führt uns noch in den Untergang. Scheint, dieses Geschöpf ist im Klettern geübt. Die Mob-Sklaven sind ihm schließlich doch entkommen. Ich hätte sie schon nach dem ersten Versuch aufhängen lassen. Okay, schneid ihnen die Beine ab. Die brauchen sie nicht, um zu graben. Ich spüre, es weiß mehr von mir, als ich von mir selbst weiß. Wie soll solch ein Wesen etwas von Geistern wissen? Es besteht eine Verbindung zwischen uns. Ich fühle es. Träume ich nur noch von Schatten und Feuer. Was hat das zu bedeuten? Ich eben... Ja, fürchterliche Stimme in meinem Kopf. Mauern sind ihm kein Hindernis. Ja, lol. Scheiße. Die Widerstandskämpfer. Okay. Wir kommen hier entlang und befreien so viele Sklaven wie möglich. Oh fuck. Ich wollte ein Gleis ausschalten. Hätte ich mal abwarten sollen. Egal, wir müssen hier weiter lang. Wir haben es die Orks nur geschafft, Karagor zu zählen. Nur die stärksten Orks können lassen. Und auch verfüttern sie die niederen Orks an ihre neuen Hostiere. Deine Kreatur wandelt auf gefährlichen Faden. Das sind noch mehr von den Viechern. Eine Leiche! Da war doch ein Geräusch! Scheiße, jetzt kommt die in meine Richtung. Okay, die sind noch weiter. Unsere Vorräte werden knapp. Das muss diese miese kleine Ratte sein. Sieht aus wie ein ausgehungerter Frosch. Widerliches Biest. Wahrscheinlich ungenießbar. Schnappt es und werft es ins Feuer. Okay. Da ich jetzt keinen Bock habe, die ganze Zeit hinter den Luschen hier hinterher zu eiern. Die sind ja aufmerksam, was ihre Kameraden angeht, Alter. Er kriegt's immer noch nicht mit. Das geht ja einfach hier heute. Ja, ja, bleibt doch ganz ruhig. Ich wollte die doch nur kurz ausschalten. Dann können wir doch weiter rennen hier. Alter, wo ist denn der ganz hingerannt? Die Spuren des Geschöpfs führen in die Höhle eines Karagor. Na, herrlich. Es läuft davon! Ach du heilige Scheiße. Bis Ende. Aber da hinten geht's weiter. Was ist das? Gesundheit, okay. Brauche ich noch nicht. Was für ein Zauber ist das? Ein verlorenes Amtstück, Talion. Du erinnerst dich? An einige vereinzelte Bilder, ja. Wünschte ich, ich hätte sie vergessen. Deine Familie war... Es ist dieser Schmerz, der uns
mir! Vielleicht nicht so rumschreien. Ach du Heiliger. Es läuft davon. Oh mein Gott. Wo denn? Oh Gott, dahin. Was kommt denn da? Urukäger, sie scheinen die Karagor bis hier verfolgt zu haben. Scheiße. Einer von diesen Fickern noch. Schlägst du hin? Okay. Scheiße, Mann. Wie oft soll ich denn eine Leertaste drücken? Ja, genau, und wieder. Nein! Rechts. Gott. Irgendwo hier in den Schatten. Alter Schwede, ey. Ihr wird sich erinnern, mein Schatz. Wir werden ihn zwingen. Ja, ja, ja. Wir brauchen es zurück. Wir brauchen es. Schweig. Sei still, mein Schatz. So leicht, sich an mich ranzuschleichen? Nein, nein, tut uns nichts! Was war denn davon? Leuchtender Herr. Ja, wir kennen ihn. Leuchtender Herr kam zu uns. In unseren Träumen. Du bist mich. Elende Kreatur! Wir brauchen ihn. Willst du nicht erfahren, wie ich bin? Der Verfolger. Auftrag abgeschlossen. Plus 600 XP. Fähigkeitspunkte halten. Gut. Ja, Gollum. Gollum, Gollum. Den kennen wir ja auch aus den Filmen. Gollum ist eine erbärmliche Gestalt, die ihren ursprünglichen Namen vergessen hat. Er war einst Smeagol, ein Hobbit, der durch den einen Ring unrettbar verderbt wurde. Smeagol erhielt den Ring, den er liebevoll mein Schatz nennt, durch einen Verrat und nahm ihn mit sich in seine neue Heimat unter den Nebelbergen. Unter dem bösen Einfluss des Rings lebte Smeagol jahrhundertelang, wobei er den Verstand verlor und seinen Körper eine blasse, knochige Gestalt annahm. Die Orks, die er überfiel, nannten ihn aufgrund seines schrecklichen, würgenden Hustens Gollum. Und der Name blieb haften. Smeagol gab es nicht mehr. Nach 4 Jahrhunderten wurde der Ring rastlos und suchte sich einen neuen Besitzer. Den Hobbit Bilbo Beutlin. Doch Gollum hat seinen Schatz nicht vergessen. Angezogen von der Macht des Erschaffers des Rings, hat er sich nach Mordor aufgemacht, um ihn zu finden. Okay.
da hätten wir das. Jetzt wollen wir natürlich noch eine Fertigkeit freischalten. Was haben wir denn hier wieder Schönes? Die sind alle noch gelockt. Was ist das? Karagor reiten, das habe ich ja schon. Also haben wir nur noch Angriff von oben und Schieße, die auf Feuerstellen oder Fässer, um sie explodieren zu lassen. Ah, klingt gut. Klingt nach Explosion. Klingt toll. Machen wir. So, was haben wir hier noch? Okay, das könnte ich jetzt kaufen. Erhöhte Gesundheitswerte. Etc. Ich glaube, die erhöhten Gesundheitswerte, die kommen mir mal ganz gut. Weil ich selbst anscheinend immer etwas viel einstecke. Gut. Da war gerade ein Ork. Das sind Orks. Okay. Was ist denn jetzt der nächste Auftrag? Huch, jetzt habe ich mir aus Versehen einen Wegpunkt gesetzt. Wir befinden uns dort und wollen hier hin. Kurz markieren. Haben wir. Hallo, na? Jawohl, mein Herr. Warte, danke, Waldläufer. Der ist schon tot. Das ist ein anderer Typ. Danke. Stirb doch endlich, Mann. Was hast du denn für ein Problem? So. 793 Fuß. Machen wir uns mal auf den Weg. Ich habe gehört, dass der Tag nachts genauso viele Probleme verursacht wie tagsüber. Ich kann es echt nicht lassen. Und wieder in eine Meute, die übeltrieben groß ist. So, mein Freund. So läuft das nun mal. Scheiße, hier ist so ein Flitzebogen-Ficker. Komm mal her, ja. Du als erstes. Ups. Sei zum Glück nicht so schwer. Ah, scheiße, da geht einer Meldung machen. Scheiße. Wir müssen hier weg. Oh, fuck, da links sind mal übertrieben viele. Wir hauen jetzt hier einfach mal schnell ab. Nicht da lang. Und da lang ist auch scheiße. Wo kann ich denn hier lang? Nach einem Kampf brauche ich Essen und Grog. Stattdessen gibt es nichts als eine Menge Gebrüll von Bass. Wenn du weiter rumjammerst, gibt es noch viel mehr davon. Gut, wir werden uns mal einen Reitkumpan holen. So, mein Freund, du bist meins.
Okay. Das ist doch scheiße jetzt. Jetzt bin ich hier beim nächsten Auftrag. Kann nichts machen. Ach so, wir können das stehen lassen. Aber wahrscheinlich nicht sehr lange. Kurz Gesundheit erneuern. Und den Auftrag annehmen. So, dieses Geschäft mit dem Namen Gollum. Ja, ja, okay, das kennen wir ja schon. Schauen wir, wie es weitergeht. Okay, jetzt folgen wir dem wieder. Okay. Cutscene. Der Herr bringt uns zum Schatz. Wir zeigen es ihm. Wir zeigen es ihm und er belohnt uns. Piepser da oben, dort. Noch einer. Wie hat er nur so lange überlebt? Den leuchtenden Herrn, den edlen Herrn, der riecht gut wie Fisch an der Luft. Alter Schwede. Der dreckige, diebische Waldläufer kommt mit. Dreckiger Waldläufer, er riecht, er stinkt, er tut uns weh, er bestiehlt uns wie Beutlings, Beutlings. Ja, Gollum? Erzähl uns noch mehr von zu Hause. Er zeigt ihn uns, dann nehmen wir ihn. Er zeigt ihn uns, dann stiehlt er ihn. Nein, nein. Wir nehmen ihm den Schatz. Wir nehmen ihn. Oh, spitzer, spitzer Stein. Aber nicht wehtun, nicht wehtun. Braver, spitzer Stein. Führe uns. Okay, also dafür, dass der so viel sabbelt, dafür kann ich nur echt nichts. Und dass der da irgendwas wandle... Okay, er hat aufgehört. Er hat endlich aufgehört. Jetzt können wir uns ja weiter... in die Richtung begeben. Dein Freund scheint uns allzu gern in Gefahr zu stürzen. Das Wissen über meine Vergangenheit ist diese Gefahr wert. Was ist das? Was kann ich damit machen? Gar nichts.
Okay. Wahrscheinlich drauf schießen und dann das soll ein Fass darstellen. Okay, da haben wir das nächste Artefakt. Was ist das denn? Welch ein edles Geschenk. Ein Geschenk. Doch wo ist mein Schatz? Komm her! Läuft der Herr! Lass ihn gehen. Diese Träume, sie geben uns keine Antwort, nur weitere Fragen. Das sind nicht bloß Träume. Mit jeder Vision wird meine Macht noch stärker. Ja, geil. Gule! Ja, nu? Oh Gott. Das sind zu viele. Ich muss hier weg, Alter. Oh Gott. Nee, ich muss sie bekämpfen, Alter. Das sind ein bisschen viele. Jetzt habe ich selbst Schaden genommen, oder was? Okay. Fähigkeit freigeschaltet. Ruf einen gewaltigen Blitzschlag herbei, der Uruks verletzt und betäubt sowie Ghule tötet. Sollte deine Trefferserie voll aufgeladen sein, drücke R, um den Geistesblitz zu verwenden. Aufladen der Trefferserie. Nach 8 aufeinanderfolgenden Treffern wird die Anzeige der Trefferserie rot und dein Schwert beginnt zu leuchten. Okay, vorher haben wir hier noch bestimmt noch so ein paar... Aber ich habe keinen Elbenbeschuss mehr. Okay. Okay, so gefährlich scheinen die nicht zu sein. Gott! Dieser Halbling Gollum wird uns bei der ersten Gelegenheit an die schwarze Hand verraten. Er mag den dunklen Herrscher nicht. Diese Kreatur spielt eine Rolle im Schicksal Mittelerdes. Ich kann es spüren. Okay. Haben wir wieder zwei Missionen bewältigt? Denk nur an all diesen Abschaum jenseits der. Und hier quatschen sie schon wieder. Mal sehen, wie das weitergeht hier. Wir werden auf jeden Fall Gollum erstmal folgen müssen. So sieht's aus.
Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei, um auch mehr herauszufriegen, was genau denn die Macht unseres leuchtenden Herrn hier birgt. Auf jeden Fall danke ich euch heute schon mal fürs Zuschauen. Bis dahin wünsche ich euch was. Euer Gunshot.